Busemann, können Sie mir mit ein paar Sätzen mal erklären, was Sie hier heute machen? Also gut, wir machen das so, dass wir hier aus ziemlich guter Qualität Bergahorn Veredelungsreiser schneiden aus der Lichtkrone, also das heißt im oberen Bereich, das ist hier so bei ca. 35 Meter. Und diese Zweige werden letztendlich gefropft auf eine Samenunterlage. Und das führt dann dazu, dass wir einen jungen Baum mit einem alten Baum kombinieren. Also das, was nachher oben raus wächst, ist der alte Baum, so dass man das Saatgut, was der Klon letztendlich bringt, gleich benutzen kann. Also hier, diese Bäume sind ja, ich schätze, 80, 90 Jahre alt, sind sehr hoch. Die kann man auch beernten als Saatgut, das machen wir auch. Dann netzen wir alles aus und schütteln das Saatgut runter. Aber es ist natürlich schwierig, das unter kontrollierten Bedingungen zu machen. Und das geht jetzt auf ein Forschungsprojekt hier, das Fit for Klim. Und die wollen quasi, dass wir hier ganz oben raus Triebe, die lang genug sind, dass man sie veredeln kann. Wie lange muss man denn trainieren, bis man so hoch klettern kann? Naja, das ist eine Sache, das Hochklettern ist für die meisten nicht das Problem, sondern das Seil in den Baum bringen ist das Problem, dass der Aufstiegspunkt sicher ist. Und es ist so, dass wir hier unterschiedliche Bereiche haben. Die beiden, die jetzt hier oben drin sind, und die Grete Erd, die macht das seit 2 Jahren, 2,5 Jahren, und die anderen beiden machen das seit 5 Jahren und ich mache das seit 28 Jahren. Also deswegen ist es immer ganz gut, wenn man die Erfahrungen auch mischen kann.